Ja, ich würde mich heute kurz vorstellen. Mein Name ist Elisabeth Freimann und ich feiere mich sozusagen an die Geschichte von Mämmerbüsch. Ich will anfangen mit einem kleinen Foto von Mämmerbüsch. Dazu kann ich sagen, dass der Büsch ein wesentliches und wichtiges Element von unserer Landschaft ist. Lützebüsch ist an sich ein Büschland. 34% von unserer Landesfläche Sienbüsch, das machen rund 90.000 Hektar. Und gemein Mama leidet par rapport zu dem Landesdurchschnitt auch gar nicht so schlecht, mit 23,2%. Das heißt, ein rund 690 Hektar sind heute zu Mama Büsch. Aber wenn nur der Mensch überhaupt nicht an das Landschaft angegriffen hat, da wird Lützebüsch zu 90% von Büsch bedeckt. Mit dem Büsch wie man heute kennen, den hat an der Zeit nicht so ausgesehen. Weil ganz am Anfang von der Neuzeit wurde Büsch halt zu Lützebüsch stark zurückgedrängt und übernutzt. Wodurch kommt das? Das ist ganz einfach zu beantworten. Zu der Zeit wurde Büsch am speziellen Holz die wichtigste Ressource für die Leute. Und an dem Hintergrund muss man uns bewusst gehen, dass der Büsch, so wie man heute kennen, im eigentlichen Sinn keinen natürlichen Ursprung hat. Heute sind wir dafür ein Auszug von der Ferraris-Karte. Und heute einen aktuellen Ausschnitt aus einer topografischen Karte. Und wenn ich die Ferraris-Karte mit dieser Karte vergleiche, dann erkennen die ganz gut, dass verschiedene Büschmassive komplett verschwunden sind. Zum Beispiel zu Holz und den Münsterbüsch, zu Mämmer und den Dreckelbüsch und auch Teile vom Juckelsbüsch. Verschiedene Büschmassive haben aber auch unter Fleisch zugelöst. Auf der Kabel ist zum Beispiel den Engelsrad. Aber was hat nur dazu gefordert? Dazu kann ich sagen, dass eben Nutzen vom Holz eben zu der Reduktion vom Büsch gefordert wird, mir auch das landwirtschaftliche Nutzen vom Büsch, das mit kommerziell Nutzen und auch Nutzung seit dem 20. Jahrhundert. Und auf die verschiedenen Punkte will ich nur im Detail mir genau angehen. Aber zu Nutzen vom Holz kann ich sagen, dass Nutzen von Brenn an Bauholz bis an 19. Jahrhundert die Hauptbelastung für den Büsch eben durchgestellt haben. Und mit dem Büschgesetz von 1617 gab es sich das Aufholzung von den Büschen anzuschränken. So ist zum Beispiel am Artikel 120 geschrieben, dass wenn ein Büsch durch Forst tut, müssten 32 Bäume am Bestand verbleiben, davon 9 bis 10 von guter Qualität, 9 bis 10 von mittlerer Qualität und der Rest müssen noch manchmal den Umfang von einem Teil von einem guten geformten Mann haben. Wie eine Bedeutung Brennholznutzung hat, sehen wir zum Beispiel als folgenden Dokumenten. Du schreibst zum Beispiel den Direktor General de l'Intérieur den 21. März 1891 und den Kommissar de District par délibération en date du 2 mars 1898 le conseil communal de Mämmer demande l'autorisation d'abattre au bois de la section Cap au lieu dit Langsberg un certain nombre d'arbres ayant souffert des gelées pour être employés au chauffage de l'école de la dite section. Conformément à l'avis de l'administration forestière, j'accorde cette autorisation sous réserve qu'il ne sera exploité que de bois dépérissant. Holz gouf aber auch an der Zeit so geklaut, weil die Leute eben auf die Ressourcen angewiesen waren. Und wenn er nicht gemacht wird, dann wird er sich nicht dürfen erwischen lassen, weil es so sein teuer kommt gehen. Dazu auch ein Beispiel. Und zwar schreibt heute den Direktor General de l'Intérieur den 29. September und den Inspecteur des Eaux et Forêts, also die Forstverwaltung, conformément à votre avis, je réduis de 43 francs
12 centimes à 5 francs les dommages auxquels le Sieur André Thiel, journalier à Mama, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 19 juin 1888 pour des délits forestiers. Je réduis de même à 5 francs en total les dommages et intérêts au montant total de 15 francs auxquels le Sieur Jean-Baptiste Hellenbrand Cabaretier à Mama et ses deux filles Marguerite et Catherine ont été condamnées par le même jugement pour le même délit. Das heißt, das zwei Beispiele geben uns wirklich einen Einblick, was eine wichtige Rolle Toll als Ressource in der Zeit ja, gespielt wird. Mit der Bösch ist nicht nur für Tolls genutzt, gehen auch von der Landwirtschaft. Das heißt, Bauern haben zum Beispiel hier deren an der Büsch zum Marsch oder zur Büschbewegung getrieben. Und dazu kann ich sagen, dass hauptsächlich bei der Marsch von der Büscher, die wo genau geregelt, eben durch Gesetze und auch Reglemente, weil die landwirtschaftliche Nutzungsform einen enormen Druck auf die Büsche ausgeübt hat. Das heißt, wenn der Loh zum Beispiel ein Schwein an den Büsch getrieben hat, die haben sich vor allem auf die Schulen an den Buräcker gestürzt. Ja, und da, wo kein Summi aus, du weißt auch nicht mehr. Und da, wenn es von den Orten Unterschied zwischen dem Marschbeam und dem Dotholz gemacht. Aber zu der Zeit war Dotholz nicht das, ja, Todestholz, mit war für allem die Beam, die ja, kein Summ geliefert tun. Oder kein Summ an dem Sinn, die für deren interessant war. Und dazu den zum Beispiel Taschen an den Ahorn gezählt. Auch für ein konkretes Beispiel von der Nutzung von Büsch durch Schwein zu weisen, halt zu Mama, du hat der Gemeinderat an seinem Budget von 1822 festgehalten, dass er einen Tax auf Schwein ging setzen, das heißt für das Budget ein bisschen zu füllen. Und zwar waren das 2 Gulden pro Schwein. Und alle Bürger haben an sich genommen, die den E-Schwein an den Büsch treiben. Eine andere Form war die Nutzung von den Blättern vom Gras. Und was hat denn da gemacht? Bis zum 30-jährigen Krieg wurde die Nutzung von den Blättern in Mitteleuropa noch quasi nicht verbreitet. An der Reich wie am Krieg, also die Feier müssen geschlecht gehen und noch teilweise verdrieben gehen, hatten die Leute als Bauern kein Dünger mehr. Aber das gemacht, die Blätter aus den Büschen sie gesammelt gehen und gehen an Felder angeplaut. Und nun Krieg hat das, ja, das Form als sie nach weitergefordert gehen, der Tisch Leute neben Blätter als Dünger geholt und nun sich zum Deal an Steller gestreht. Und die Nutzung von den Blättern auf dem Gras auch aus dem Büsch hat natürlich auch seinen negativen Einfluss auf die Bürger und auf sein ganzes Ökosystem, weil in dem Moment dem Büsch auch wichtig Nährstoffe gefehlt haben. Und dafür hat er versucht, durch Gesetze und auch Reglemente eben das zu regeln. Auch just zu drischen Zeiten zu erlauben. An 1981 hat ihn zum Beispiel den Oberfürster, den Bürger von der Gemeinde Mama, erlaubt, am Bösch Stutschlied an den Holzmer Bürger Köpfchen an den Kapellner Leute Brünnert hier Gebläder können zu sammeln. Eine andere Form, die einen Einfluss auf unsere Bösch hat, weil nur nicht die landwirtschaftliche Nutzung war, mehr echt, mehr eine kommerzielle Nutzung, war die Kühlerei. Aber was kann ich zur Kühlerei sagen? Kühlerei ist an sich Kunst von der Herstellung von den Kühlen. Die hauptsächlich genutzt ging aus bis zur Erfindung vom, ja, vom Koks ja, an, oh, vom Koks an wie die Eisenindustrie eben dort die Ressource geholt hat, für die Eisen herzustellen. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass Erd am Süden von unserem Land mit der Eisenindustrie losgegangen ist,
eine ganze Reihe von kleinen Eisenhütten, also kleinen Schmelze gauf. Und in unserer Gegend waren da zum Beispiel die Simmern, die Ansebäuer Schmelz. Und dafür also auch Holzkohl gebraucht gehen, eben für mit dem Bohnenerz, den an unserer Region auf der Feld oder der Funkinas eben Eisen herzustellen. Und da werden sie auch zu Mama Kohlemeiler gebrannt. Und heinz so finden eben auch an den Büschen oder auf den Feldern alle Kohlplätzen. Und die sind rund um die 4,5 Meter Durchmesser. Aber wenn ihnen dann noch lang kratzen auf Wolle geht, dann finden sie noch heinz so Relikte von Holzkohl. Und die letzten Kohle von Lützebüsch, die kommen übrigens aus dem Mama Büsch, auf hier mehr genau zu sehen, aus dem Jugelsbüsch. Und zwar schreibt du der Nicola Flehner in einem Buch aus der Geschichte der Ortschaft Mama von 1960. Eine ziemliche Anzahl kreisrunder Stellen mit schwarzer Erde zeugen von der Kohlenbrennerei, die früher im Walde stattfand. Als im Ersten Weltkrieg die Wirtschaftsformen vergangener Zeiten wieder zur Geltung kamen, erstand auch das Kohlbrennen wieder. Die Regierung ließ im Jugelsbüsch durch den 75-jährigen Kühler Didier von Buhr die für verschiedene Berufe damals noch unentbehrlichen Holzkohlen brennen. In der Nähe der Mutterbuche schlug Didier sein Quartier auf, in einer Kohlehütte. In seinen Meilern verkohlte er an die 100 Korden Brennholz, wobei pro Korde 250 Kilo Kohlen gewonnen wurden. Nutze vom Börschlo am 20. Jahrhundert hat sich natürlich extrem geändert. An der Bösch als Onomi die einzigen Energielieferant, obwohl er darum immer mehr abkommt. Das sind Leute aber, die Holz holen für Energie, zum Beispiel daheim an ihren Erwin jetzt stellen. Die landwirtschaftliche Nutzungen sind überflüssig gehen und hauptsächlich ab dem Moment, wo beim Thomas-Verfahren das sogenannte Thomas-Mehl konnte gestaltet gehen, ein wichtiges Düngemittel für die Felder. Die Böscher haben sich schlusslos von den Devastierungen erholt und es kam auch zu Umpflanzungen, hauptsächlich von nicht einheimischen Baumärkten. Und dazu habe ich noch ein kleines Beispiel, und zwar schreibt der Forstinspektor der 15. Juli 1950 und den Generaldirektor vom Interieur. Man muss ihn dazu sagen, dass die Forstverwaltung an der Zeit dem Ministerium des Interieurs erstellt war. Und er schreibt, dass in Bezugnahme auf ihr wertes Schreiben vom 30. Juli 1904 betreffend die Horstweise Verjüngung im Distrikt Engelrad zugehörig der Sektion Mama beehre ich mich Ihnen ergebens mitzuteilen, dass ich gelegentlich der Besichtigung des Waldes feststellen konnte, dass im Frühjahr 1903 die leeren Stellen im praktischen Forstort mittels 30.000 Fichtenpflanzen aufgeforstet wurden. Der Teeste Bösch tut die probiert, der Bösch, der verschwunden war, zum Teil auch zurückzubringen, an dem ihn gepflanzt wird. Und das waren hauptsächlich Plätze, die für die Landwirtschaft uninteressant waren. Der Tisch nass an Fischt, Gründer, wo es ja, schwierig war, eine landwirtschaftliche Tätigkeit nur zu gehen. Ein kleines Fazit, da will ich einfach einen Prof von mir zitieren, von der Uni Freiburg, den man geschrieben hat, Kulturlandschaften sind dynamisch, auch die Eigenart verändert sich, die jeweils zeitgenössischen Kulturen verblassen mit der Zeit, weil neue andere wirtschaftliche Rahmenbedingungen und politische Vorgaben das Handeln der wirtschaftenden Menschen bestimmt haben. Das ist schon mal, da will ich eigentlich auch schließen, also und das Geschichte vom Bösch, eine lange Geschichte, das mit Geschichte vom Bösch und auch immer durch uns Menschen wird weitergeschrieben gehen. Wir wirtschaften, wir bauen, ja, wir betreiben Landwirtschaft an verschiedene Ziele, die wir mal wollen, realisieren. Und der Bösch wird in Zukunft noch eine wichtige Rolle spielen.